Hernandez, wir Rache. Auch Jahrzehnte später. Hernandez war damals ein großer Fisch in einem kleinen Teich. Er führte ein Drogenkartell von Nicaragua aus. Es war sein Erbe. Den Alten hatte die CIA kalt gemacht. Der Zyklop ist mächtig angepisst auf Amerika. Während wir im Mittleren Osten rummachen, lehnen die Russen und Chinesen sich zurück. Und die Politiker? Sie wollen, dass er denkt, es geht um Ideologien. Das ist so eine Scheiße. Gib mir dein Telefon. Selten Erdmetalle. Die ganze Scheißwelt hängt davon ab. Wer kontrolliert das alles? China. Und während Amerikas Wirtschaft Chinas Arsch küsst, hat das Netzwerk Cordis Dir durch kriminelle Kontakte gleichzeitig Proteste im Iran und in Nordkorea angezettelt. Stets im Verborgenen. Wer ist wirklich der Anführer von Cordis Dir? Man kennt ihn nur als Odysseus. Odysseus? Am Arsch. Raoul, scheiß Menendez. Arsch doch. An JSOC hat's niemanden interessiert. Der Drohnenwettlauf hatte begonnen. Im Ernst, Leute? Ihr wollt wirklich ein ganzes Militär auf einem Mineral aufbauen, das unter Kontrolle von China steht? Ich brauche einen Drink. Hol mir eine Cola. Hol sie von den Schwestern. Nicht in Diätscheiß. Chinas Premier Chen ist außer sich wegen Cordis Dirs zugespielte Memo, laut dem der Cyberangriff insgeheim vom Weißen Haus befohlen wurde. Nach all der Scheiße, mit der die US-Regierung durchgekommen ist, ist sie diesmal unschuldig. Aber niemand glaubt es ihnen. Sie schalten Cordis Dirs Netzwerk aus. Zwei Tage später verbrennt der Leiter des FBI lebendig. Und genau jetzt glauben Milliarden Leute, dass Raoul Menendez ihr Retter ist. Ich sag's euch, Jungs. Er ist es nicht. Es wäre gut, ihn schnell zu töten. Es passieren schlimme Dinge. Menendez hat hier draußen eine verfickte Privatarmee versteckt. Kubaner. Die Elite. Topmoderne Technik. Wie viele Anhänger hat Cordis Dir momentan? 1 Milliarde vielleicht? Eher 2. Die niemals glauben, dass sie einem Terroristen folgen. Für sie ist Menendez der Retter. Dann steht Cordis Dir eine herbe Enttäuschung bevor. Dann schauen wir mal, was Menendez da unten versteckt. Bereit, Harper? Halte die Leine in Schwung! Lass mich hier nicht hängen! Seine Anhänger genau das glauben. Aber das ist es nicht. Grusby, du bist dran.
Setze Fallschirm ein! Setze Fallschirm ein! Alles okay? Bestens. Salazar, Crosby, habt ihr die linke Seite? Abgedeckt! Auf dein Kommando! Hier, Harper. Komm. Der Feind will das Einsatzgebiet verlassen. Anweisungen? Wir brauchen Info über ihre Möglichkeiten. Freigabe zum Angriff. Section, siehst du das? Ja. Zuschlagen, sobald ich treffe. Eine EMP-Granate wird ihre Tarnsysteme durchbrennen lassen. Thank you.
Diese Anlage ist unterhalb vielleicht noch größer. Kraken, hier Section. Oberflächeninstallation ausgeschaltet. Rücken vor, um Sekundärgebäude zu untersuchen. Sprengen. Zurückweichen. Pass auf, wo du hintrittst. Die Flut kann Schäden verursacht haben. Scheiße. Sieh dir das an. Was wir gesehen haben, war nur eine Ablenkung. Die Mauern sind mehrere Meter dick. Drinnen ist kein Empfang. Sag Briggs Bescheid. Wir gehen rein. Kraken, hier Harper. Bestätige Technologieeinrichtung unter dem Tempel. Fordere Räume und Eindämmungseinheit für unsere Position an. Achtung! Kommunikationsausfall im Innern erwartet. Kraken bestätigt. Bodenteam rückt zu sofortigem Einsatz aus. Geschätzte Ankunftszeit folgt. Salazar, aufmachen! Sieht verlassen aus. Vielleicht sind sie verschwunden, als wir angegriffen haben. Gut, auf mein Zeichen.
nach links! Noch mehr automatische Geschütze! An ihnen vorbei! Alles frei. Das ist ein 3D-Fabrication-Labor. Waffenkomponenten, kleine Waffen, so ein Zeug halt. Todes Deal stellt sich wohl auf einen längeren Krieg ein. Woods hat uns verraten, wie viel Reichtum Menendez angehäuft hat. Jemand er ist hat hier. In Waffentechnologie investiert. Bitte, nicht wehtun! Okay, loskommen! Dieses Labor hilft einem Terroristen. Reden Sie schon oder ich tue Ihnen weh. Mein Name ist Eric Briner. Ich bin Magnetometrist. Okay. Und was will Menendez von Ihnen? Ich soll das Celerium verarbeiten, eine neue, seltene Erde, die jegliche Mikrochip-Technologie überflüssig machen wird. Sie kommen! Bringen Sie mich lebend hier raus! Ich gebe Ihnen alles! Und bleiben! Runter! Schilde! Stellen Sie als Deckung auf! Das Celerium. Hier lang. Der Schließmechanismus muss zu zweit bedient werden. Auf Ihr Zeichen. Folgen Sie mir. Dieses einzelne Gerät hat mehr Rechenkapazität als ihre gesamte militärische Infrastruktur. Im Labor hieß es, dass Menendez es für einen groß angelegten Cyberangriff verwenden will. Ich hörte von etwas namens Karma. Das muss der Name der Cyberwaffe sein. Wenn Menendez einen Celerium-Wurm zum Angriff einsetzt, gäbe es nichts, was ihn aufhalten könnte. Selbst ich nicht.
halten uns raus, ob mit oder ohne Unterstützung. Es ist noch nicht vorbei! Extraktionsteam! Mann, bin ich froh, euch zu sehen. Ich denke, die Mission war ein Erfolg. Admiral Briggs, schön, Sie zu sehen. Ebenso, Section. Was auch immer Menendez plant, Celerion ist der Schlüssel. Endlich sind wir diesem Bastard einen Schritt voraus. Er ist nur ein Mann, Admiral. Er will Sie glauben machen, dass er mehr ist. Aber er ist nur ein trauriges Abziehbild eines Mannes.